Dieses Video zeigt die wichtigsten Anwendervorteile des Präzisionsmesssystems zur Kapazitäts- und Verlustfaktormessung von Omikron. Es erklärt die Vorteile einzelner Funktionen für eine genaue und anwenderfreundliche Isolierstoffdiagnose. Das Omikron CPC100 und CPTD1 ist ein System für eine umfangreiche Transformatorprüfung. Herzstück ist ein Leistungsverstärker, der Prüfsignale von 15 bis 400 Hertz generieren kann. Prüfprobleme durch elektromagnetische Störungen bei Netzfrequenz sind kein Thema mehr, da die Messfrequenz im Bereich 15 bis 400 Hertz einstellbar ist und daher Störeinkoppelungen von der Netzfrequenz ausgefiltert werden. Dies ermöglicht automatische Prüfabläufe über einen Frequenzbereich oder bei verschiedenen Spannungen. Das TD1 liefert Genauigkeiten, die bisher nur im Labor möglich waren. Prüfberichte können sehr einfach generiert werden. Ergebnisse können in Microsoft Excel importiert werden. Es gibt drei grundlegende Prüfverfahren: UST, GST und GST-G. UST wird verwendet, wenn das Prüfobjekt nicht geerdet ist. GST wird verwendet, wenn das Prüfobjekt dauerhaft geerdet ist. Und GST-G bezeichnet eine Prüfung an einem geerdeten Prüfobjekt mit GARD. Das Omikron-System unterstützt alle drei Betriebsarten. Die Messeingänge A und B und eine Relais-Matrix ermöglichen die folgenden Messungen ohne lästiges Umverdrahten: USTA, USTB, USTA plus B, GST, GSTGA, GSTGB und GSTGA plus B. Sehen wir uns ein typisches Beispiel an. Wir messen alle relevanten Kapazitäten einer Hochspannungswicklung eines Dreiwicklungstransformators. Das ist die Verschaltung, die wir brauchen. Wir beginnen mit USTA und erhalten die Kapazität zwischen Hochspannungs- und Niederspannungswicklung, CHL. Ohne Umverdrahten schalten wir um auf USTB, um CHT zu messen, die Kapazität zwischen Hochspannungswicklung und Tertiärwicklung. Nun schalten wir um auf GSTGA plus B, um CHG zu messen, die Kapazität zwischen Hochspannungswicklung und dem Kessel. Wiederum ist kein Umverdrahten der Messleitungen notwendig. Schließlich können wir GST zur Messung der Summe der Kapazitäten verwenden, um die Messungen abzusichern. Die Hilfe zeigt die Verschaltung der einzelnen Betriebsarten. Das Messergebnis kann unterschiedlich dargestellt werden. Mit Kapazität und Verlustfaktor Tangensdelta, als Kapazität und Powerfaktor Cosinus Phi, als Wirkleistung und Cosinus Phi, als Blindleistung und Cosinus Phi, als komplexe Impedanz, als CP und RP und als LS und RS. Messbandbreiten von 5 Hz bis zu 20 Hz sind möglich. Dadurch können Störsignale besser gefiltert und Messungen schneller durchgeführt werden. Für die Bewertung einer Messung stehen Grenzwerte für die Änderung der Kapazität und für den Verlustfaktor zur Verfügung. Die Grenzwerte basieren auf Referenzwerten vom Hersteller, die ein Gerät im Neuzustand darstellen. Wird einer der Grenzwerte überschritten, wird die Messung als nicht okay bewertet. Wenn ein sehr genauer Referenzkondensator zur Verfügung steht, kann das Gerät damit justiert werden. Normalerweise wird der Verlustfaktor für 20 Grad Celsius angegeben. Nachdem nicht immer bei dieser Temperatur gemessen werden kann, sind für verschiedene Isolationen Korrekturfaktoren im Gerät gespeichert. Wenn die Öltemperatur und die Umgebungstemperatur eingegeben werden, berechnet das Gerät automatisch den richtigen Korrekturfaktor. Für Durchführungen kann man verschiedene Materialien wählen.
Gießharz, Hartpapier und Ölpapier. Ohne Stromwandler ist der Eingang begrenzt auf maximal 5 Ampere. Für größere Ströme kann ein externer Stromwandler verwendet werden.